Die Gewichtheber aus dem stärksten Dorf der Welt erwarteten am Wochenende die Mannschaft vom Bundesliga-Aufsteiger Blau-Weiß-Schwedt in der Sporthalle des SSV Samswegen. Es ist die letzte Begegnung in der Gruppenphase und bis jetzt ist der sportliche Leiter der Samswiger Bundesliga-Mannschaft durchwachsen zufrieden. Wir wollten eigentlich Dritter sein. Aber durch da jetzt bei den Wettkämpfen 3 Punkte vergeben werden und wir leider bei 2 Siegen 2-mal das Reisen verloren haben, sind wir nur bei 4 Punkten. Das ist das Ausschlaggebende, weil wir davon nicht auf den 3. Platz gekommen sind. Ja, das Leistungsvermögen wird heute, denke ich mal, zum Sieg reichen. In Gesamtdeutschland, denke ich mal, werden wir uns im Mittelfeld platzieren können. Das heißt, 6. bis 8. Platz, so haben wir da. Wir haben natürlich schon bessere Zeiten gesehen zu unseren deutschen Meisterschaften 2006 und 2007. Aber leider Gottes geht uns auch mal die guten Heber aus, was aber in ganz Deutschland so ist. Dann die Vorstellung der Mannschaften. Es fällt auf, dass beim Gewichtheben Damen und Herren in einer Mannschaft gemeinsam antreten. Aber das wird entsprechend umgerechnet. Die Wertung erfolgt ja nach der Relativwertung. Das heißt, das Körpergewicht und die gemachte Leistung wird in einen Punktwert umgerechnet. Und da, um das vergleichbar zu machen, haben die Damen einen gewissen Vorteil, um das auszugleichen. Gewichtheben hat in Samswegen eine lange Tradition. Schon lange vor der Wende waren die starken Männer in ihrer Sportart führend. Und nach der Wiedervereinigung konnte man schnell das Leistungsvermögen einer Bundesligamannschaft erreichen. Ab! Wenn man genau hinsieht, dann gibt es in Samswegen Sponsoren, die schon wirklich sehr lange dem SSV die Treue halten und das Publikum im Saal erweist sich als durchaus sachkundig. Wolfgang Weber hatte es schon kurz angedeutet, das Reißen ist im Moment ein wenig das Sorgenkind der Samswäger. Auch wenn hier Markus Krömer im ersten Versuch 133 Kilogramm sauber zur Hochstrecke bringt, denn erst wenn der Kampfrichter das Kommando gibt und die weiße Fahne hebt, ist ein Versuch gültig und wird dem Athleten oder der Athletin gut geschrieben. Dabei spielt auch immer ein gewisses Maß an Taktik mit, denn die Anfangsgewichte und die späteren Steigerungen werden so gewählt, dass der Gegner möglichst schnell an seine Leistungsgrenze gebracht wird. Und wenn die Gewichte auf das Podium knallen, dann kann man die Leistung der Sportler förmlich hören. Ab! Wie in allen Sportarten versucht auch der SSV Samswegen mit eigenem Nachwuchs das Leistungsniveau zu halten, um im nationalen und internationalen Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Aber Nachwuchsarbeit wird zunehmend schwerer. Der Nachwuchs lässt überall zu wünschen übrig, da haben wir die größten Probleme. Das will sich keiner mehr quälen. Ihr sucht dringend Nachwuchs. Was muss der mitbringen? Erstmal viel, viel Lust, denn wir müssen 5-mal die Woche trainieren. Das ist nun mal Leistungssport und Gewichtheben ist nicht zu vergleichen mit Fußball. Fußball macht ja auch noch viel mehr Spaß, sag ich mal in Anführungsstrichen. Aber das muss nicht so bleiben. Am Ende dieses Kampfabends konnten die Heber aus der Börde deutlich mit 601,4 zu 471,0 Relativpunkten gewinnen. Jetzt werden sie um die Plätze 5 bis 8 kämpfen und müssen dazu am 16. Februar beim Südgruppen 4. Germania St. Ilgen antreten.